So, hallo wieder hier bei mir, dem Luca von den Löwen, zu einer weiteren Folge von We Build Potter's World. In der letzten Folge, wie man hier unten sehen kann, haben wir ein bisschen die Schlucht weitergebaut. Und in einem Stream, den ich heute gemacht habe, nämlich am, was sagt mein Kalender? Dienstag, den 16. April. Genau, Dienstag, den 16. April habe ich gestreamt. Oder, ja genau, habe ich gestreamt. Da haben wir noch ein bisschen daran weitergearbeitet. Ich zeig's mal ganz, ganz kurz. Nämlich, haben wir hier das da hier ein bisschen weiter freigeräumt. Und abgesehen davon haben wir hier, das da hier ein bisschen nach hinten gemacht. Und was auch immer dieser Block hier soll, den baue ich auch schnell weg. So. Und was wir in dieser Folge machen werden, der Typ hier pflanzt Bäume. Was wir in dieser Folge machen werden, das seht ihr nach dem Intro. Ich weiß immer noch nicht genau, wie ich das schneiden soll. Heute, also jetzt, nachdem ich diese Folge hier aufgenommen habe, werde ich meine erste Folge nach Folge 200 schneiden. Und anstatt, dass ich jetzt hier weiter rumrede, sage ich bis gleich. So, und hier sind wir auch schon wieder. Sofern hier ein Cut eben drin war, sage ich jetzt mal. Und in dem Stream haben wir auch Eisen gefarmt. Deswegen haben wir jetzt hier wieder ein bisschen was. Und ich habe die ganzen NPCs jetzt korrigiert, sage ich jetzt mal. Man sieht hier, wenn wir zu Lena laufen, hey Luca, tu es oder tu es nicht, das gibt kein Versuchen. Ja, keine Sorge, Lena. Und dann, Moment, wen haben wir noch bearbeitet? Franzi. Franzi, warum bist du nicht bei den anderen? Komm, geh zu den anderen. Komm. Beweg dich. Komm, geh zu den anderen. Komm. Ja. Genau, zu den anderen. Genau, da in die Richtung sollst du. Geh zu den anderen. Franzi, ab. Oder willst du mit Anna reden? Komm, geh mit Anna reden. Ihr müsst nicht alleine stehen. Redet miteinander. Komm schon. Das ist jetzt... Oha, die drehen sich beide den Rücken zu. Das ist echt fies. Naja, nicht unser Problem. Wenn die beiden sich streiten... Dann, dann kann ich auch nicht weiterhelfen. Ja. In dieser Folge würde ich ganz gerne mit euch... Moment, die Kiste ist voll. So. In dieser Folge würde ich ganz gerne mit... Ganz gerne mit euch... Als allererstes mal hier ein paar Bruchsteine holen. Ja, so was man halt so kriegt am besten. So, ja, machen wir noch den. Perfekt. Und dann gehen wir mal ganz kurz nach oben. Und jetzt habe ich vergessen, mir ein Bild rauszusuchen. Moment, ich hole ganz kurz ein Bild. Nein, nicht Anrufe. Worauf muss ich? Achso, Safari, stimmt. Und zwar Hogwarts gebe ich jetzt mal ein. Warum auch immer ich gerade pausiert habe. So. Jetzt muss ich nur kurz ein geeignetes Bild raussuchen. Nee, das geht gar nicht. Das hätte ich vielleicht vor der Folge machen sollen, nicht Schussel. Moment, Leute, ich hab's gleich. Nicht mehr lange. Hogwarts Castle. So, jetzt vielleicht. Na? Oh, Moment, ich glaube, da war gerade ein gutes. Nee, doch nicht ein gutes. Oh, wie mich das ankotzt, wenn ich nicht im Voraus irgendwas plan. Ich habe das zwar noch nie wirklich gemacht, aber trotzdem. Das ist jetzt hier ein bisschen klein. Hier. Sieht man gar nicht. Ja, doch, das geht in Ordnung. Jetzt hängt mein Handy. Hallo? Hallo, ich würde gern ein bisschen so machen. Genau, dass ich näher ran kann. Ja!
Okay, jetzt sieht man's. Entschuldigung. Nämlich würde ich heute gerne mit euch hier die Brücke weiterbauen. Und zwar als allererstes möchte ich mit euch eine kleine Korrekturaufgabe machen. Und diese beinhaltet einmal hier das Abbauen von dem da hier. So. Und dann hier noch mal einen dran zu bauen, denn ich hätte die Brücke gerne ein bisschen breiter. Und dann kann man auch ein bisschen besser damit arbeiten, weil die ist mir einfach viel zu schmal. So, gleich haben wir es. So, jetzt mal ganz kurz schauen, ob das jetzt so besser ist von unten. Und Zeitumkehrer. Ja, so eine Brücke lässt sich doch schon viel mehr sehen. Ich glaube, soll ich denn noch einen machen? Leute, ich glaube, ich mache es noch mal einen breiter. Ja, ich mache es noch einen breiter. Die soll eben nicht zu breit werden, sagen wir es mal so. Die ist jetzt hier 1, 2, 3. 3 ist er jetzt aktuell in der Mitte. Die da hier ist 1, 2, 3, 4. Hier. Moment mal, habe ich das Geländer hier gerade eben mitgezählt? Und mal 1, 2. Ja, genau, die ist jetzt hier aktuell 3 in der Mitte. Und ich würde sogar ganz gerne hier so machen. So, 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 so. Genau, somit ist er jetzt 3 in der Mitte und die geht so jetzt auch viel besser auf. Oder? Ja, genau, jetzt geht es ja viel besser auf. Und so lasse ich es ja jetzt auch. Und zwar, ja, den Eingang, den verschieben wir dann auch noch, aber jetzt werden hier erstmal wieder die da hier hingesetzt. Sofern die hier bleiben, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, irgendwann setze ich hier überall Armbosse hin. So. Und dann gegenüber davon. Zack, zack, zack. Das ist der. Und dann hier auch nochmal. Das ist der. So, dann wird der hier komplett abgebaut. Mit dem Zeitumkehrer kann man alles irgendwie schneller abbauen. Das ist cool. So, genau, das bleibt. Nein. So, Zeitumkehrer. Weil schaut mal jetzt, wie schnell es gerade gegangen ist, und schaut mal jetzt. Es dauert schon viel länger. So. Und dann bauen wir das Ganze jetzt ganz kurz hier oben drauf. Wir haben zwar jetzt kein Feuerzeug da, aber das können wir ja auch nachher entzünden. Jetzt hier erstmal nochmal einen nach oben. Genau. Und dann so. 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 Und eine Falltür fehlt uns. Die liegt da hinten. So, auch hier einmal hoch. Dann der. Wow, das war gerade knapp. So. Genau, entzünden tun wir das dann wie gesagt nachher. Aber jetzt erstmal würde ich gerne mit euch etwas machen. Ich hole noch mal ganz kurz das Bild. So, genau, jetzt habe ich's. Und zwar als allererstes mal mache ich hier. Moment. Einmal so. Genau. Und einmal so. Genau, das ziehe ich jetzt hier erstmal nach oben. So. Mir ist es ziemlich wichtig, dass die Brücke hier aus Bruchstein ist, weil ich finde, es hat einfach einen viel schöneren Effekt. Ups.
damit die Brücke auch irgendeine physikalische Stabilität hat. Weil aktuell lümmelt sie da einfach nur so ein bisschen rum und das gefällt mir aktuell noch gar nicht. Oha, ah, wir haben es fast. Ich wollte gerade fragen, oha, wie weit geht es denn noch nach oben? So. So sieht das Ganze jetzt aktuell hier aus. Ja, gut. Und dasselbe jetzt auch noch hier. Und zwar müssen wir dann einmal das da hier entfernen. Wie weit weiß ich jetzt nicht. Ich mache es jetzt mal bis hier hinweg erstmal. Und da muss ich jetzt ganz kurz schauen. Nämlich machen wir das dann hier auch so. Genau, und dann eben hierher. Das heißt, der hier muss noch weg. Wir waren fast richtig. So. Und der Baummensch hier, der pflanzt hier mal wieder schön was an. Das ist schön. Ups. Ja gut, da rette ich mich dann nachher drauf. Ja. So, dann holen wir uns hier wieder neue runter. Ah, genau, hier müssen wir nämlich drauf. Das heißt, wir machen jetzt hier so. Und dann machen wir erstmal hier so. Dann machen wir so. Dann machen wir so. Und dann machen wir so. Perfekt. Gut, dann haben wir jetzt hier schon mal so eine kleine Regelmäßigkeit reingebracht. Das heißt, die Brücke sieht schon nicht mehr ganz so beklonkt aus. Wir schauen es uns mal ganz kurz an. Ja, vielleicht von oben. So. Also, die hat jetzt schon mal so eine kleine Regelmäßigkeit bekommen. Die sieht nicht mehr ganz so doof aus. Und das ist gut, weil das wollen wir natürlich. So, jetzt schaue ich mir das nochmal ganz kurz an. Okay, alles klar. Das heißt also bis. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Und zwar wäre das dann die. Ah, das kann ich aber noch gar nicht richtig machen. Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. Ich muss mal ganz kurz was schauen. Und zwar. Nee, dann wird es nicht so aufgehen, wie ich es eigentlich geplant hatte. Dann. Das ist ungefähr. Zwei Fünftel sind es ungefähr. Das heißt, das ist ungefähr hier. Genau, bis dahin. Ich mache mir jetzt mal hier ganz kurz so einen Merkpunkt. Zack. So, genau. Und insgesamt muss ich jetzt mal kurz schauen, denn das muss auch ein bisschen dick werden. Und zwar hier, zack.
So vielleicht. So drei. Ach, machen wir es so. Genau, dann kann man hier noch einen guten Bogen reinzimmern. Und das ist dann so, genau. Genau. Und das geht dann erstmal bis zu diesem Punkt da oben. Genau, ich mache das jetzt erstmal ganz kurz von hier, dass ich mir das dann von vorne auch mal anschauen kann, ob ich das überhaupt so haben will. So, noch ein bisschen. Ach, ich zieh's gleich direkt durch. Ja, muss noch ein Stück. Jetzt gleich nur noch zwei. Eins, zwei. Gut. Dann der Zeitumkehrer. Und ich schau mal ganz kurz, ob ich das dann so haben will, ob das ungefähr dem Original hier entspricht, was ich hier neben mir habe. Das ist jetzt schon fast die Hälfte. Ich würde sogar nochmal zwei Steine runter machen. Ja, ich mach's nochmal zwei runter. Das ist mir zu hoch. So. So, jetzt mal ganz kurz schauen. Ja, das ist gut. So lassen wir es. Und dann muss... Moment. Dann. Da muss das da hier weiter hochgezogen werden. Das da hier ist schon hochgezogen, genau. Das heißt, hier wird jetzt eine kleine Ebene reingezimmert. Und was ist hier passiert? Ah ja, okay, habe ich wohl vergessen. Gut. Das heißt, genau hier geht es dann jetzt trotzdem noch weiter. So, ich mache das jetzt mal nochmal zwei hoch jetzt. So, diese beiden hier noch. Und dann mal schauen, ob wir das auf der anderen Seite auch so machen können. Ja, das gefällt mir sogar sehr. Gut, dann machen wir das jetzt auf der anderen Seite genauso. Und zwar sind wir ja drei nach vorne. Genau, dann sind es insgesamt vier. Das ist gut. Das entspricht ungefähr dem Original. Genau, das heißt, wir machen jetzt hier auch so und ziehen das da hier jetzt eben auch auf die entsprechende Höhe. So. Das ist jetzt hier die allererste Brücke, die wir wirklich fertig bauen. Ah, Moment, nee. Wir müssen ja von hier aus schauen. Und zwar sind wir auf einer Höhe von 78. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir die jetzt hier auch schon haben. Wow. Okay, zwei also noch. Das heißt, hier müssen wir so. Stimmt das? Ja, 78. So, dann müssen wir jetzt hier so machen. Genau, und dann ziehen wir das da hier jetzt auch nochmal einfach ein bisschen hoch.
So. Ah, Fehler. Das da hier nicht. So. Ich sammle das nochmal kurz hier von außen ein, was runtergefallen ist. Falls was runtergefallen ist, jedenfalls. Aber es ist nichts runtergefallen. Gut. Umso besser. Ja, da fehlt noch was. Noch zwei. Ja, jetzt sind wir hier auf derselben Höhe. Gut, und jetzt schauen wir uns das nochmal ganz kurz an. Und ja, es ist sogar ziemlich genau so, wie ich es mir vorstelle bisher. Ja, das gefällt mir. Genau, dann kommt hier der Bogen rein. Das heißt, den Boden, den machen wir dann auch nochmal so zwei. Wie viel? Ah. Ja, ich mache das jetzt noch schnell. Dafür ist noch Zeit, dafür brauchen wir jetzt Erde und Steine brauchen wir auch. So. Ich mag das nicht, wenn das so ungerade ist, die Zahl. Erde brauchen wir und zwar nehme ich jetzt hier einfach mal so das da hier mit. Und wieder hoch und zurück zur Brücke. So, denn was wir jetzt machen müssen, ist folgendes. Wir gehen jetzt einmal hier so in die Mitte. Gut. Und dann machen wir jetzt einmal hier so und dasselbe auch hier rüber. Ah. So. Und gut, dass wir uns ein bisschen mehr mitgenommen haben. Ich habe eigentlich schon gedacht, wir hätten zu viel. So, und jetzt müssen wir hier diese ganze Schicht hier nochmal ein bisschen tiefer setzen. Wow. Gut. Ja gut, ich mache das wahrscheinlich sowieso hier 3. Aber das sage ich dann gleich. Je nachdem, wie gut mir das da hier jetzt gefällt. Das ist echt eine Arbeit jetzt. Und ich hätte mir vielleicht eine Schaufel mitnehmen sollen. Aber nur vielleicht. So, wir haben es fast geschafft.
Wow, das. Ich habe mich gerade, glaube ich, das allererste Mal in der gesamten WBPW-Saga aus dem Fall gerettet. Ja, und super, dann verbaue ich mich auch noch gleich. Aber da seht ihr es, Leute, der Löwe hat eine Reaktionszeit. So. Gut, und jetzt hier noch nur noch dieses eine Eck hier. So, jetzt hole ich mir ganz kurz eine Schaufel. Eine Schaufel liegt auf, und ein Feuerzeug, das dürfen wir natürlich nicht vergessen. So, eine Schaufel und ein Feuerzeug. Und bin ich aktuell zufrieden mit der Dicke? Ne, also einen setze ich den auf jeden Fall noch tiefer. Und zwar, ja, ich mach's noch diese Folge. Ich mach's jetzt noch hier in dieser Folge. So, aber jetzt geht es schneller, weil jetzt müssen wir nicht mehr dauernd springen. Sondern jetzt können wir es einfach so dran setzen. Nee, noch einen tiefer wollen wir nicht. Jedenfalls vermute ich das mal. Oh, Moment mal. Zack und zack, zack. Da hatten wir einen übersehen. So. So, noch tiefer baue ich jetzt aber nicht mehr. So, jetzt werden einmal hier wieder die ganzen Erdedinger hier weggebaut. Oh, das war knapp. Ich habe ganz vergessen, dass wir ja nicht von ganz unten hochgebaut haben. Aber naja. So, dann einmal kurz das Feuer oben entzünden. So. Und zwar, jetzt habe ich das Feuerzeug vergessen. So. Wow, da brennt es ja schon. Hier meinte ich. Und einmal so. Und dann schauen wir uns das Ganze jetzt kurz an, was wir jetzt heute geleistet haben. So. Und ja, das sieht originalgetreu aus bisher. Ihr müsst euch vorstellen, hier kommt so ein Bogen rein. Also die beiden hier, die treffen sich hier oben und da kommt so ein Bogen rein. Und das Ganze hier, das bleibt quasi bis hierhin offen. Ungefähr bis dahin. Oder? Ah, nee. Genau, das wird bis hier oben dann so sein. Und hier, wo dieser Bogen ist,
Und wo es dann eben hier so hoch geht, da dazwischen kommt noch so ein kleines Dreieck rein. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was ich meine. Aber naja, ich habe es euch jetzt einfach mal gesagt. Vielleicht versteht es ja jemand. Ja, dann würde ich die Folge jetzt aber auch nicht weiter in die Länge ziehen. Ich würde jetzt sagen, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn nicht, dann leider mit einem Daumen nach unten. Aber wenn es euch super gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem kostenlosen Abo, was ihr mir jetzt hier rechts oder unten rechts oder auf meinem Namen gerne beweisen könnt. Wir sehen uns in der nächsten Folge von We Build Potter's World. Das war's von mir, dem Löwen. Bis dann. Tschüss. Und ciao.